Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu New Style Boutique 3 Styling Star. So, meine Lieben, wir können gehen. Wir haben hier noch ein Menü. Musik umgestalten, Musik. Yeah, richtig happy. Okay, wir hören uns hier gerade die Musik an, die wir hier im Laden abspielen können. Ach, das ist die Guten Morgen Musik. Ich glaube, ich nehme das hier. Das finde ich gut. So, umgestalten. Können wir denn da schon ein bisschen machen? Mal gucken. Na, ich glaube, wir haben da noch nichts, ne? Zementboden. Na, okay, wir haben ein paar Deko-Sachen. Naja, ich würde sagen, darum kümmere ich mich dann später. Fassade. Okay. Schaufenster. Ja, das kann ruhig so bleiben. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das hier später an. Also ich gucke mir das später nochmal an. Werd mal gucken, ob ich dann vielleicht ein bisschen umgestalten kann oder so. Mal schauen. Zeit, die Stadt kennenzulernen. Wenn du dich genug umgeschaut hast, begib dich einfach wieder zurück zu deiner Wohnung. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Den Park. Gehen wir doch da mal hin. Sie, junge Frau, wie würde es Ihnen gefallen, zusammen mit mir die Welt zu verändern, gefolgt davon, sie zu beherrschen? Nein, daran ist nichts Zwielichtiges. Ich meine doch musikalisch, nicht als Diktator. Ich bin Direktor der Talentagentur NIN10. Warten Sie, laufen Sie doch nicht weg. Hören Sie sich doch wenigstens an, was ich zu sagen habe. So ganz direkt ansprechen ist dann vielleicht doch nicht so ideal. Aber welche Methode gäbe es sonst noch? So, hier haben wir Maren. Ist ganz unverhofft, bester Laune. Mag keine historischen Serien. Ah, hallo sagen. Wow, Moment, stopp. Dieses Gesicht ist doch neu in der Stadt. An eine so stylische Person wie Sie würde ich mich ganz bestimmt erinnern. Wo kommen Sie her? Los, verraten Sie es mir schon. Ich führe die Boutique am Marktplatz. Gerade erst hierher gezogen. Ich nehme mal das. Was? Es gibt in dieser Stadt eine Boutique? Klingt so, als hätte ich da ein Ziel für eine Expedition entdeckt. Ich komme die Tage mal bei Ihnen vorbei. Also man sieht sich. Peace. Okay, oh, wer bist denn du? Johann. Sein Genie ist größer als seine Absonderlichkeit. Erfolgreicher Komponist. Ah, Johann also. Ups. Ah. Wie können die Vögel um mich herum so frei singen, während mir selbst einfachste Melodien entfliehen? Musen, wieso nur? Oh, und wer sind Sie wohl? Verstehe, Sie sind also neu in der Stadt. Ich? Ich bin nur ein armer Komponist und mein Name ist... Da ist sie! Ich kann sie klar und deutlich hören. Die Melodie, nach der ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Aha, aha.
Das heißt? Nein, bitte reden Sie nicht. Die Melodie könnte verloren gehen, wenn Sie etwas sagen sollten. Okay. Ist ja gut. Na gut, lassen wir ihn in Ruhe. So, was haben wir denn noch? Wo könnten wir noch hingehen? Die Talentagentur, da können wir auch noch mit den Leuten reden. NIN 10. Rezeptionistin und Sekretärin bei NIN 10 ist immer sehr besorgt. Svenja. Oh, hallo, Sie müssen Tims Nichte sein. Wie schön, Sie kennenzulernen. Aber selbstverständlich kenne ich Tim. Er ist in dieser Stadt ein ziemlich bekanntes Gesicht. Ein echtes Unikat, stimmt's? Das denke ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Es gefällt mir, dass er fast alles Timtastisch findet. Und wen haben wir hier? Oliver, Model bei NIN 10, sehr beliebt. Ah, du bist also Tims Nichte, stimmt's? Du hast einen Sinn für Mode, das sehe ich gleich. Ganz anders als Tim. Ich bin selbst ein Model, da kann ich sowas relativ gut bewerten, denke ich. Du kannst ruhig Oliver zu mir sagen. Ich bin wie gesagt Model und ich arbeite für die Talentagentur NIN 10. Früher war ich bei einer anderen Agentur, aber ich kenne den Direktor von NIN 10 noch aus meiner Schulzeit, weißt du? Er hat mich früher oft zum Essen in der Kantine eingeladen. Er war immer gut zu mir. Als er mir dann erzählte, dass er seine eigene Agentur startet, habe ich mich ihm natürlich gleich angeschlossen. Im Moment bin ich das einzige Talent, das er unter Vertrag hat, aber wir tun beide, was wir können. Zurzeit sind unsere einzigen Auftritte aber nur Produktdemos in Supermärkten und wir verteilen auch Werbung auf der Straße. Ein Model verteilt Werbung? Ja, naja, aber keine Sorge, ich vergesse darüber nicht meine Aufgaben als Model. Wenn ich meiner Arbeit nachgehe, achte ich schon darauf, dass ich dabei auch wirklich, wirklich gut aussehe. Egal welcher Arbeit man nachgeht, wenn man sich dabei in eine coole Pose wirft, sieht einfach alles besser aus. Alles klar. So, dann würde ich sagen, können wir wieder zurückgehen zur Wohnung, nehme ich mal an. Und dann, keine Ahnung, schlafen gehen oder so? Du kannst nun zu Bett gehen, wenn du das möchtest. Wähle die Option Schlafen aus, um den nächsten Spieltag zu begehen. Ah ja, okay. Dann machen wir das doch, oder? Würde ich sagen. Spielzeit überspringen und bis zum nächsten Morgen schlafen? Ja. Ich glaube, sonst passiert ja hier nichts mehr, oder? Du hast einen Titel erhalten. Stilschnuppernase. Du hast einen Titel erhalten. Teilen macht Freude. Yay. Okay. Morgens. So. Brauchen wir ein neues Outfit? Nein, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wir legen direkt los. So, ist denn irgendwo noch was los? Im Park ist nichts los, da ist nichts los. Dann gehen wir direkt in die Boutique und kleiden ein paar Leute ein. Huhu, Chefin, wir haben Kundschaft. Elaine ist da. Hallo, sind Sie die neue Inhaberin? Ich habe die Gerüchte gehört, dass Tim auf Reisen ist und da wollte ich selbst mal sehen, was an der Sache dran ist. Scheint ja den Tatsachen zu entsprechen, wie seltsam. Wissen Sie, ich kenne Tim nur als den Typen, der auf der Straße Gitarre spielt. Bis zu diesem Laden hatte ich es bisher nie geschafft. Das ist sie also, die berühmte Boutique. Na sowas, schau sich das mal einer an. In diesem Laden gibt es Armreifen. Armreife, das ist ja mal originell. Und es gibt hier noch andere Accessoires, die man an den Armen tragen kann. In allen Formen und Größen noch dazu. Oh, und Uhren. Ich hatte gerade gedacht, es wäre mal wieder Zeit für eine Uhr. Ob davon auch eine zu meinem Look passt? Soll ich eine raussuchen? Sind Sie sicher? Dann hätte ich gern eine Armbanduhr, die zu dem Zeug passt, das ich gerade trage, bitte. Kein Problem. Doch, das wird ein Problem. Ich habe nämlich keine Ahnung, was sie da gerade trägt für Klamotten. Naja, gut. Schauen wir mal, was haben wir denn da?
Armbanduhr von Marzipan Sky. Naja, man kann die Armbanduhr nur schlecht erkennen. Was haben wir hier? Von Korall. Und hier Streifenarmbanduhr. Also das passt, glaube ich, gar nicht zu ihrem Stil. Aber vielleicht ja das von Korall. Vielleicht hat sie ja Korallklamotten an. Ich weiß es nicht. Soll ich es damit mal versuchen? Ich versuche es mal. Mehr als Nein sagen kann sie ja nicht, oder? Ja, super. So einen Artikel wollte ich gern haben. Die möchte ich unbedingt gleich ausprobieren. Yay, sie liebt es. Woohoo! Wie reizend. Nachdem ich mich damit gesehen habe, möchte ich sie gerne haben. Schließlich wollte ich sowas schon seit einiger Zeit haben. Die wollen das immer seit einiger Zeit haben. Aber hey, das gab ordentlich Moos. Oh je, das ist ja allerliebst. Danke, dass sie die für mich rausgesucht haben. Sie haben wohl einfach ein Händchen für solche Sachen. Aber sie sollten auch ruhig ein wenig mehr Selbstvertrauen an den Tag legen, wenn sie Dinge empfehlen. Wenn Sie selbst überzeugt von Ihrer Empfehlung sind, drücken Sie das aus. Dann freut sich auch die Kundin viel mehr. Am Ende kaufen die Leute dann sogar noch mehr, als sie eigentlich geplant hatten. Es dauert aber schon ganz schön lange, bis man mal den ersten da erreicht hat, den ersten Rang, ne? Oder was auch immer das ist. Etwas ganz Besonderes empfehlen, ja? Es geht eben nichts über ein "Das ist es" der Geschäftsführung. Sagen Sie zu einer Kundin "Das ist es", während Sie absolute Zuversicht ausstrahlen. Die Kundinnen sind dann noch glücklicher, als sie es normalerweise wären. Mhm. Annika ist da. Hallo Annika. Miriams Schwester, sie verstehen sich gut, sind aber sehr verschieden. Meine Schwester trug neulich ein echt niedliches Freizeitkleid. Als ich sie fragte, meinte sie, sie hätte es hier gekauft. Ihre Schwester, freut mich zu hören. Könnten Sie für mich auch etwas aussuchen? Ein gelbes T-Shirt wäre nett. Kein Problem. So, ein gelbes T-Shirt. Das könnte doch zu ihrem Look passen. Sie hat doch hier so einen Bonbon-Look. Ah, aber das ist auch ein Bonbon-Look. April-Bonbon, April-Bonbon, wie auch immer. Puffärmel-Shirt. 28. Und das ist T-Shirt Tigerfish. Ich glaube, ich versuch's damit. Es ist ja gelb, oder? Nee, ich glaube, ich versuch's doch lieber mit dem Gelben, mit dem richtig Gelben. Das ist es. Oh, fantastisch. Das muss ich sofort anprobieren. Yay! Diese Empfehlung passt wirklich perfekt zu meinem Stil. Ich finde kaum Worte dafür, wie begeistert ich bin. Mir hüpft das Herz vor Freude. Oh Mann, jetzt bin ich richtig in Shopping-Laune und ein gelbes T-Shirt habe ich jetzt da schon. Dann hätte ich da gerne auch noch eine gelbe Tasche, die dazu passt. Okay, auch noch eine gelbe Tasche. Ja, hier, guck mal. Na, ich weiß nicht, ob die da richtig viel Gelb hat. Die hat halt nicht so viel Gelb, ne? Dann nehmen wir lieber die hier. Die ist auf jeden Fall gelb. Das ist es! Yay, fantastisch! Die sind alle wieder so begeistert hier. Hier kriegt man echt die besten Empfehlungen. Gelb, etwas in der Art. Oh Mann, ich habe zu schnell gedrückt. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich mir so eine tolle Gelegenheit entgehen ließe. Ab zur Kasse damit. Ja, perfekt. Das ist genau das, was ich im Kopf hatte. Schätze, jetzt werde ich auch allen von ihrem Laden erzählen müssen. Na dann. Miriams Schwester hat auf jeden Fall schon fast ein ganzes Herzchen. Und unser Balken ist auch weiter gestiegen. Yay.
Ach, guck mal, Kira ist wieder da. Hallihallo, ist Tim nicht da? Wie bitte? Er hat die Stadt verlassen, um sich auf eine Reise selbst zu finden. Na gut, das klingt schon nach ihm. Dann sind Sie hier jetzt wohl die neue Chefin, ja? Freut mich. Folgendes, jedenfalls. Ich bin ja total verliebt in dieses Top, das ich hier gekauft habe. Es passt wirklich zu allem. Jetzt hätte ich dazu noch einen Wunsch. Können Sie einen schwarzen Rock für mich aussuchen? Eigentlich wollte ich woanders einkaufen, aber irgendwas sagt mir, dass ich hier mehr Glück haben werde. Nur so ein Gefühl. Okay, kein Problem natürlich. Einen schwarzen Rock. Will sie jetzt einen langen oder einen dunklen Rock, einen kurzen Rock? Ich glaube, ich gebe ihr den kurzen. Da, nimm das. Ja, der ist fantastisch. Ich muss ihn anprobieren. Daran führt kein Weg vorbei. Diese Empfehlung ist mal wieder vom Allerfeinsten. Sowas hatte ich schon lange gesucht. Ich liebe diesen Rock, also könnte ich mir doch eigentlich noch etwas gönnen, wo ich schon mal hier bin und so. Ja, jetzt weiß ich. Stiefel. Ich hätte gerne ein paar schwarze Stiefel. Okay, schwarze Stiefel. Da haben wir die. Oder die. Mit Sternchen. Oder lieber hoch. Ich würde sagen, lieber hoch, passt besser zu ihrem aktuellen Look als mit den Sternchen. Ich finde, das beißt sich dann mit ihrem Oberteil, diese pinken Sternchen. Von daher finde ich die hier schon besser. Königliche Schuhe, hier für 115,50. Da kann man nicht meckern. Nimm die. Das ist es. Die sind mega fantastisch. Ich weiß. Ich suche immer das tollste Zeug für dich raus hier. Wie die dann immer da steht, ey. Wieder mal eine tolle Empfehlung. Etwas in der Richtung wollte ich schon seit einiger Zeit gern haben. Juhu, das gab ordentlich Zaster. Ich bin ja so froh. Sie sind viel, viel besser im Beraten als Tim. Finde ich zumindest. Und mir können Sie es glauben. Eines steht fest: Diese Boutique wird ganz bestimmt ein voller Erfolg. Also nur so weitermachen. Bleiben Sie mutig. Alles klar, werde ich machen. So, ich glaube, bei Kira haben wir jetzt ein Herzchen. Das erste Herzchen haben wir erreicht. Yay. Miriam ist auch da. Steht total auf Lieblingsgeschichten und Popcorn mit, Lieblingsgeschichten, Liebesgeschichten und Popcorn mit Salz. Na dann mal, hallo. Da bin ich wieder, wie versprochen. Also, erinnern Sie sich überhaupt noch an mich? Sie haben neulich ein Freizeitkleid für mich ausgesucht. Mensch, Mädel, das war gestern. Natürlich habe ich dich nicht vergessen. Ich habe deutlich gemerkt, dass alle im Restaurant mein Outfit geliebt haben. Mein Schwarm hat auch gemeint, es sehe toll aus. Kurz gesagt, ich war auf ganzer Linie erfolgreich. Aber dann habe ich mir in meinen Schuhen eine Blase gelaufen. Der Heimweg war eine richtige Qual. Deshalb hätte ich heute gern ein paar Slipper-Pumps, die wirklich gut passen. Haben Sie welche im gleichen mädchenhaften Style wie das Freizeitkleid von neulich? Was heißt denn Mädchen? Kriegen wir hin. Sie haben etwas fantastisch. Ach, ich bin so unglaublich aufgeregt. Suchen Sie bitte ein niedliches Paar Slipper-Pumps in mädchenhaftem Style, das gut zu mir passen würde. Kein Problem. So. Mädchenhaft Slipper-Pumps, bitte. Okay. Was haben wir denn hier? Kundin trägt diese bereits. Dann haben wir die hier. Vintage Pumps. Die sind auch im mädchenhaften Style. Oder diese Rosen. Die Rosenschuhe könnten doch auch gut zu den Schuhen. Was hat sie denn da an unter dem Kleid? Mann, geht ja mal gar nicht. Das sind Ballerinas. Das sind Pumps. Ach, das sind Wedges.
weiß nicht, ob das jetzt was anderes ist. Moment mal, ich suche mal lieber. Typ. Wir brauchen Schuhe. Schuhe, Sneaker, Sandalen, Stiefel, Slipper, Pumps. So, dann werde ich das nämlich jetzt mal hier suchen. Aha, okay, siehst du? Dann sind die Rosendinger nämlich weg und es bleiben nur noch diese übrig hier. Ja gut, dann gebe ich ihr die. Sonst hätte ich ihr bestimmt was Falsches gegeben, wenn ich ihr jetzt die Rosendinger gegeben hätte. Sieht grauenhaft aus mit der Strumpfhose, aber okay. Ihre Ratschläge sind nicht zu überbieten. Ihnen macht so schnell keiner was vor. Wissen Sie, ich hatte schon seit längerem sowas in dieser Richtung gesucht. Perfekt. Oh, wie niedlich. Das ist genau das, was ich im Sinn hatte. Wenn ich beim nächsten Date so hübsche Schuhe wie diese hier trage, dann vielleicht wird unsere Beziehung dann hier sogar noch ein wenig enger. Danke für Ihre Hilfe. Bei unserem nächsten Date werde ich Ihnen garantiert umhauen. So, aber es wird schon wieder Zeit für einen Cut, ne? Ach Mensch, das geht immer so fix. Wuhu! Ich glaube, wir haben unseren Styling-Rang erhöht. Oder? Chefin, hatte die junge Dame nicht neulich ein Freizeitkleid bei uns gekauft? Schön, dass sie wieder in unseren Laden gekommen ist. Sie muss sehr zufrieden mit ihrer Empfehlung für sie gewesen sein. Wenn sie ihre Magie weiterhin walten lassen, kommt sicher bald noch mehr Kundschaft in den Laden. Dann werden wir auch Stammkundinnen haben, Damen, denen es schwerfällt, sich einen Besuch der Boutique zu verkneifen. So, Maren ist da, aber meine Lieben, ich werde jetzt an dieser Stelle erst einmal einen Cut machen. Beate ist auch da. Und Finn ist natürlich auch da. So, meine Lieben, wir machen die anderen zwei Damen dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dahin. Tschüssi!